us, we're not in really detrimental. If you're doing badly, you get less money, so you therefore can't do what you want to do the next year in order to progress. The second income stream, obviously, is sponsorship. So we raise about 120 million together through sponsorship. And we have many partners that have been with us for more than a decade, so we're obviously doing something right. But if we don't have the partnerships like those that we have at the moment with, you mentioned Martini, who is our title partner, with Unilever, with Randstad, those brands, then we don't exist to go racing. So we have to make sure that we do a really good job. We have to come and have some hospitality trackside. We have to do so much more than most teams probably do on the grid. So if I think back, that we had the problems with the tobacco sponsors. Now there's a lot of saying... darüber, wenn das IOC der NBA vorschreiben wollte, was mit ihren Spielern passiert. Warum funktioniert das offensichtlich immer noch im internationalen Fußball? Warum lassen sich Clubs das gefallen? Ich glaube, da gibt es aber jetzt gerade ein Umdenken. Ich glaube schon, dass die FIFA sehr genau aufpassen muss, dass sie, sondern es gibt ja so eine gewisse Toleranzschwelle, die man auch selber empfindet und auch das Gefühl, dass man in einem Boot sitzt. Weil das ehrlicherweise, die Champions League ist sicherlich das absolut herausragende Format im Clubfußball. Das war bisher immer ein probates Mittel, aber ich glaube, wie Aki das richtig gesagt hat, es verändern sich gerade die Grenzen, die Machtverhältnisse dahingehend. Die ECA hat mit der FIFA eine Vereinbarung, eine sogenannte MOU bis 2022. Das heißt, aktuell gibt es für diesen Zeitraum, wo ja zum ersten Mal die Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften gespielt werden soll, überhaupt keine Vereinbarung. Das heißt, die FIFA muss sich jetzt unter gewissen Voraussetzungen erstmal mit der ICA einigen. Und da wird dann natürlich auch schon einiges passieren und da werden sicherlich auch Fragen gestellt. Um das aber nochmal auf die Spitze zu treiben, Herr Watzke, wenn wir den Fall mal durchspielen, ich habe verstanden, da gibt es also Statuten, die wurden wahrscheinlich irgendwann vom Krieg mal festgelegt. Wenn das jetzt durchgeführt würde, wie viel sind es die Top 100 Spieler, die man nicht mehr zur WM schickt? Die verteilen sich wahrscheinlich auf 10, 15 Clubs und die würden das jetzt boykottieren und sagen, da machen wir nicht mehr mit, wir wollen nicht in der Wüste spielen, wir wollen keine 48 Mannschaften. Was soll dann eine Strafe des DFBs bei der DFL verursachen? Ist das wirklich realistisch? Ich glaube, man muss schon sich darüber im Klaren sein, dass da auch eine Verantwortung haben. Du kannst nicht einfach sagen, wir schicken unsere Spieler da nicht hin. Das ist zu kurz gesprochen. Erstmal gibt es sicherlich auch eine ganze Menge Spieler, die aus patriotischen etc. Gründen auch dahin wollen, sondern du sprengst dann das ganze System. Du musst dann im Prinzip komplett aus dem ganzen System FIFA, UEFA, aus allem raus. Und das ist ein Riesenschritt. Also das ist nicht so einfach und das ist auch am Ende ist mit 1000 juristischen Dingen behaftet und das ist der letzte. Es gibt da auf dem Weg keine 25 Eskalationsstufen, weil genau das zu sagen, du stellst sie nicht ab, da triffst du A, die Spieler, die sich drauf freuen und auch wollen teilweise und triffst aber das ganze System, denn dann wirst du gesperrt und du musst dann bereit sein, den letzten Schritt zu gehen und ob das dann für alle Beteiligten, eigentlich will das niemand. Wenn man aber sieht, die IPFL, ich habe noch mal reingeschaut, die sagen, ihr Verständnis ist, dass sie eigentlich die strategische Führung haben im europäischen Fußball und die ECA nimmt für sich in Anspruch, unabhängige Autorität zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass das bei FIFA und UEFA angekommen ist. Ja, grundsätzlich muss man sagen, die ECA, die ja 220 Clubs vertritt, hat bei der letzten Weltmeisterschaft rund 80% aller tätigen Nationalspieler da abgestellt. Ich glaube, das, was keiner will, und ich hoffe, dass das auch in der Zukunft zu verhindern ist, dass wir einfach weiterhin eine Weltmeisterschaft haben. Weil ich glaube, eine Weltmeisterschaft ist was Außergewöhnliches. Das ist das größte Sportevent der Welt. Jeder Fan in Deutschland oder in der ganzen Welt freut sich ja eigentlich drauf. Und wenn es da dieser Eskalationsstufe geht, dass speziell die Topclubs auf einmal nicht mehr bereit wären, die Spieler abzustellen, dann wäre das sicherlich auch nicht im Interesse der Fans. Ich glaube, die FIFA muss einfach in der Zukunft verantwortlicher mit den Themen umgehen und vor allen Dingen auch ein Stück demokratischer. Das wird alles schwieriger in der heutigen Welt, aber sie wird sich diesen Beweis am Ende des Tages, muss sie erbringen. Jetzt sind wir ja hier auf dem Sport-Business-Kongress. Wie wichtig war das Thema Sport? Also ich glaube, für Sie war es ja auch neu. Dann bei Opel, bei Henkel vorher jetzt nicht so stark. Wie wichtig
konkret für die Kampagne, aber auch für Sie? War das irgendwo große Vorfreude? Jetzt darf ich ja was mit Sport machen oder war es eher Skepsis? Habe ich jetzt da angekommen? Ja, also ich habe viel mit Testimonials früher auch gearbeitet im Kosmetikbereich. Und ich war sehr froh, dass Jürgen Klopp schon da war, weil mir war natürlich klar, was Jürgen Klopp für eine Zugkraft hat und auch das BVB-Sponsoring. Und ich glaube, der Erfolg unseres Fußballsponsorings, das ist eine ganz, ganz entscheidende Säule gewesen, auch für den Turnaround der Marke Opel. Und da gilt natürlich nicht nur, wie viele Leute wissen das eigentlich, dass Opel Partner ist von Bundesliga-Clubs, sondern es geht ja vor allen Dingen, macht das die Marke attraktiver und führt das zur Kaufbereitschaft. Und wir wissen, dass von 2011 und 12 bis heute, als wir wieder uns mehr engagiert haben im Fußball, die Attraktivität deutlich gestiegen ist. Das heißt, die Fußballinteressierten, die wissen, dass Opel mit dem Spiel ist, beurteilen die Marke deutlich positiver als die, die nicht Fußball interessiert sind. Und das Beste kommt natürlich in der Kaufbereitschaft. Diejenigen, die Opel kennen im Fußballsponsoring, die haben Opel mit 26% im Relevant Set bei der Kaufentscheidung. Und die, die nicht wissen, dass Opel Fußball sponsert und auch nicht Fußball interessiert sind, da sind es 10%. Unser Marktanteil liegt bei 7%. Also diese 26% der Fußballinteressierten, die wissen, dass Opel zum Beispiel den BVB sponsert oder jetzt die Opel Arena in Mainz, die kaufen sehr viel stärker Opel. Und das ist natürlich dann... Allheilmittel. Klingelt natürlich bei uns die Kasse. Ja. Und das ist wichtig, weil nur, dass auf der Bande Opel steht, das bringt uns wenig, denn die Bekanntheit von Opel in Deutschland, die liegt bei über 90%. Also ich brauche jetzt nicht noch sagen, ich heiße Opel, sondern ich muss natürlich Botschaften transportieren. Und gerade das Sponsoring mit dem BVB hat natürlich einen ganz tollen Hebel gehabt, in dem wir den Trainer und den Club natürlich auch zusammen hatten. Und der Trainer natürlich als Leitfigur, als Werbetestimonial hervorragend funktioniert. Gerade jetzt kam ja im Januar die neue Studie raus. Er ist das relevanteste Werbegesicht in Deutschland. Und das hat der Marke natürlich in der Kommunikation auch diese sympathische Breite auch gegeben. Denn Jürgen Klopp spricht wirklich jeden an. Immer wenn ich nach Hause komme, sagt meine Mutter, da ist der neue Jürgen Klopp-Spot. Der ist super und die interessiert sich weder für Autos noch für Fußball. Aber die liebt Jürgen Klopp und ich glaube, so geht es eben auch ganz vielen. Läuft über eine Saison. Mhm. Ist das auch dann die Königsdisziplin des Sponsorings, wenn man auch gleichzeitig auch noch mitverkauft? Ja, wenn Marco Reus 150 Autos verkauft, dann ist das die Königsdisziplin. Und wir sind ja jetzt auch froh, dass er den Führerschein hat. Aber ja, am Ende zählt, was wir verkaufen. Ganz klar. Und danach beurteile ich auch jedes Sponsoring. Danach kommt auch jedes Jahr Germany's Next Topmodel wieder auf die Prüfung, machen wir das weiter oder machen wir es nicht weiter, was sind neue Fernsehformate, was könnte man da machen und natürlich auch jeder Club-Sponsoring-Vertrag wird entsprechend vor Auslaufen des Vertrags wieder neu bewertet. Nico, wir haben alle mitbekommen, was wirklich Bernie für die Formel 1 geleistet hat über diesen langen Zeitraum und so, aber du warst einer der wenigen, die direkt gesagt haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass er weg ist. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären. Und was erwartest du in Zukunft von der Formel 1? Ja, wir sind alle total dankbar, weil was er aus unserem Sport gemacht hat, das ist der Wahnsinn. Ja? Und sehr einzigartig. Davon profitieren wir alle. Pretty sure I will see you a couple of times during the 2017 season. And the question is to Nico. Nico, wie oft wirst du denn dieses Jahr an der Rennstrecke auftauchen 2017, wenn du nicht mehr musst? Ich bin nach wie vor ein riesen Fan von unserem Sport. Ja. Also auf jeden Fall werde ich das mit großem Interesse verfolgen. Ich bin auch jetzt schon die ganze Zeit auf den ganzen Websites drauf, weil da habe ich ja Abstand von genommen. Letztes Jahr komplett. Ich wusste gar nicht mehr, was Sache war. Und jetzt genieße ich das, dass ich einfach mal durchsurfen kann, was so die aktuellen News sind und so der Formel 1. Und gerne bin ich dann auch bei ein paar Rennen dabei nächstes Jahr auf jeden Fall. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich sagen, so 5-6 Rennen, den Highlights des Jahres. Freue ich mich auch drauf, das dann aus der Nähe zu verfolgen. Ja, freuen wir uns auch alle, dich dann stelle ich mich auch mal bei dir vors Mikro. Sehr gerne, jederzeit. Einladung angenommen, völlig klar. Mal wieder einzusteigen, zu sagen, ich setze mich auch mal in so ein Formel E, würde dich das auch reizen? Nein, auf gar keinen Fall. Weil wenn mich das reizen würde, dann würde ich ja jetzt noch Formel 1 fahren, jetzt nächstes Jahr.
Also eher, aber klar, Formel E interessiert mich schon sehr, die Serie, weil ich finde, das nimmt richtig Fahrt auf jetzt gerade. Ja? Am Anfang wusste man nicht so richtig, wird das wirklich Erfolg haben, weil es war halt sehr neu. Nico, du hattest das Vergnügen, mit Michael in einem Team zu fahren, jetzt mit Lewis Hamilton. Aber ganz speziell über Michael, da sind ja so viele Superlative über die Lippen gekommen. Deswegen einfach mal aus der Zeit mit ihm im Team bei Mercedes. Was hast du von Michael alles mitnehmen können und lernen können? Ja, also das stimmt, dass ich nicht unbedingt die zwei leichtesten Teamkollegen hatte in den letzten 7 Jahren mit Michael und Lewis. Aber es war eine spannende Zeit und eine große Herausforderung einfach. Und das pusht auch, ja, das pusht enorm, so einen starken Teamkollegen zu haben. Und bei Michael ist es einfach so, dass man sieht genau, warum er 7-maliger Weltmeister ist, ja, und der erfolgreichste aller Zeiten, weil seine Einstellung einfach und was jetzt sehr gut zu dem heutigen Tag passt, seine Keep Fighting Spirit, den er immer jeden Tag in den Sport reinbringt, ja, und seine ganze Mannschaft auch mitnimmt und so, das war schon sehr beeindruckend und hat mich auch inspiriert. Und